Leute, seid gegrüßt, ich bin's, euer Dein Diddy von Diddy's Movie Paradies. Ich heiße euch herzlich willkommen, ich heiße gerade dich hier bei mir zu Hause in meinem Halloween-Zimmer. Doch recht herzlich willkommen und ich freue mich echt mega, dass gerade du dir mein neues Video, mein neues Video hier auf YouTube anguckst, ja. Und ja, ich hoffe, dir geht's soweit ganz gut, mir geht's echt mega, denn noch zweimal schlafen, dann haben wir Samstag, den 7. April 2018 und da ist halt eben bekanntlich das Weekend of Hell in Dortmund und ich möchte halt eben hier ein Vorankündigungsvideo machen, zwei Tage vorher, dass ich dein Video halt eben auch vor Ort sein werde und ich würde mich echt ganz dolle, ganz megamäßig darüber freuen, ja, wenn du eventuell, ja, ich sag jetzt mal, den Weg zu mir suchst, findest, wie auch immer, ja, sprich mich ruhig an, ich bin ein ganz normaler Mensch, ja, und würde mich echt freuen, dich mal in Real Life, ja, mal so kennenzulernen dürfen, ne, das wäre echt cool. Also wie gesagt, tu dir keine Scheu an, ich bin ein ganz normaler Mensch, ich glaube, das habe ich gerade schon mal gesagt, kann das sein? Wenn nicht, sage ich es halt eben nochmal, ich bin ein ganz normaler Mensch und wie gesagt, es, also sprech mich ruhig an, wenn irgendeiner Scheu haben sollte, dann bin ich das, okay, also ich habe dann so ein bisschen, ne, ja, so. Hallo, ich könnte derjenige sein, der eventuell dann verlegen wäre, ne? So, das wollte ich auf jeden Fall an dieser Stelle sagen, dass ich mich echt megamäßig darauf freue. Somit muss ich halt eben gerade Deutschsprache schwierig machen. Manchmal ist es halt eben nicht so einfach mit der deutschen Aussprache. Auf jeden Fall den Leuten, die halt eben dann auf dem Weekend of Hell, beziehungsweise überhaupt sich dafür gar nicht interessieren, die eventuell auf ja, so einem Flohmarkt-Ausbeuten-Video von mir gewartet haben für den Monat April, muss ich leider enttäuschen. Ja, also das ist halt eben auch jetzt am Samstag bei uns und ja, ich kann leider nicht auf beiden Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Könnte ich zwar, das wäre mir aber allerdings zu anstrengend. Da müsste ich halt eben morgens früh schon um 6 Uhr ja, auf dem Flohmarkt sein, ne? Und das ist mir halt eben dann doch relativ, ja, ein bisschen zu viel für diesen Tag. Auf jeden Fall, ich freue mich echt mega auf dieses Event. Das wird mein zweites Event sein, ja. Und ja, worauf ich mich noch freue, ist halt eben meine ganzen anderen YouTube-Kollegen, ja. Wie zum Beispiel der Szene Manuel, Micha von Michas Filmwelt. Die werden halt eben auch alle vor Ort sein. Der Julian vom Filmeversum, der Sascha Copretti, so viel ich weiß, ja. Selbst der Ali vom Blu-ray noch halten. Also mit dem Ali bin ich auf jeden Fall verabredet, ja. Wir werden auf jeden Fall den Tag zusammen dort verbringen. Mit dem Björn aus Dorsten, der kommt halt eben allerdings ein bisschen was später, arbeitsbedingt, der kommt von der Nachtschicht. Wir werden halt eben dann als Trio so ein bisschen rumlaufen, wie auch immer. Und ja, wie gesagt, ich freue mich halt eben auch auf die ganzen anderen Film-Junkies-Kollegen, diese halt eben mal in Real Life kennenzulernen. Ja, auf jeden Fall, ich habe immer erlaubt, in diesem Video ein Evil Dead T-Shirt, also ein Tanz der Teufel, Original 1981 Sam Raimi Film T-Shirt anzuziehen. Zumal ich halt eben weiß, dass durch den Cine Manuel, ja, er halt eben so ein paar T-Shirts anfertigen lassen hat, weil es ist ja so, bei diesem Weekend of Hell wird halt eben kein geringerer wie Bruce Campbell, also Ash aus dem Original Tanz der Teufel vor Ort sein. Viele werden sich ablichten lassen, einen Fotoshoot mit ihm machen, Autogramme holen und weiß der Geier was noch, ja. Und die werden halt eben alle in diesen beige, braunen, weißen, schwarzen, ich habe keine Ahnung, was ihr dort für Farben ausgewählt habt, T-Shirts rumlaufen. Und ich habe mir gedacht, zur Freude für euch, so ziehe ich mal halt eben dann dieses T-Shirt hier an, ne? Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ist, ich werde zu meinem Teil keinen Fotoshoot machen, beziehungsweise mir ein Autogramm holen vom Bruce Campbell. Also ich jetzt nicht, ne? Ich habe halt eben eine andere Person, bei der ich das halt eben gerne machen würde. Genauer gesagt, bei einer Dame. Und diese Dame ist halt eben dann, ich zeig's mal, das ist diese Person. Ich komme mal nach vorne. Genauer gesagt, hier in der Mitte, das ist Danielle Harris, die kleine Jamie Lloyd, beziehungsweise Annette Brackett aus dem Remake von Rob Zombies Halloween. Und ich freue mich mega, ganz ehrlich. Ich werde mir ein Fotoshoot mit ihr machen. Ich werde mir ein Autogramm holen. Und ja, ich freue mich, ganz ehrlich. Ich werde auf jeden Fall, jetzt kommt es, Achtung, diesen 18-Inch Michael Myers aus Rob Zombies Halloween mitnehmen. Und jetzt passt mal auf. Ich meine, die Danielle Harris spielt halt eben dann die Tochter des Chef Brackett und wird halt eben auch von Michael Myers auf bestialische Art und Weise zugerichtet. Und ich freue mich echt mega darauf, sie halt eben mal persönlich kennenlernen zu dürfen, ja. Beziehungsweise ein bisschen mit dir zu schwätzen und sowas. Und ich werde mir auf jeden Fall ein Fotoshoot holen mit dieser Figur. Das heißt, Danielle Harris, die misst ja nur 1,52 Meter, also ungefähr so die Größe. Und ich freue mich echt, diese halt eben dann in den Arm zu nehmen. Ich werde diese Myers-Figur dorthin halten und werde mich halt eben dann mit ihr ablichten. Und dann ertönt die Melodie. Yeah, richtig geil, oder? Auf jeden Fall so ein Foto machen, wo sie halt eben dann diese Figur auch festpackt, ne? Ich hoffe, sie wird es auf jeden Fall zulassen. Ich nehme sie mal vorsichtshalber mit. Und würde mich echt freuen, wenn ich halt eben anschließend weiß, dass Danielle Harris meine Michael in ihren Händen hielt. Ehrlich, das ist ein Traum. Echt, ohne Spaß. Apropos Traum, auf jeden Fall im November wird es halt eben so sein, dass kein geringerer wie
Tyler Mane, alias Michael Myers aus dem Remake, halt eben dann auch vor Ort sein wird. Da freue ich mich auch schon echt mega drauf. Allerdings ist es halt eben noch ein halbes Jahr bis dorthin. Und wie gesagt, Tyler Mane, der wird mir halt eben auch mein Exemplar unterschreiben. Ich hatte mir erst überlegt, von Danielle Harris mir halt eben, ja ich weiß nicht, Halloween 4, Halloween 5, da spielt halt eben die kleine Jamie Lloyd, da eventuell was zu unterschreiben von ihr zu lassen, ja. Oder halt eben die Mediabooks zu Rob Zombie's Halloween 1 und 2. Allerdings habe ich mich entschieden, dann mir doch diese Hardbox, das war meine erste Hardbox zu dem Film selbst, ja, diese werde ich halt eben dann von Danielle Harris hier signieren lassen. Da freue ich mich echt mega drauf, im November dann halt eben dann von Tyler Mane. Ja, was habe ich an dieser Stelle noch zu sagen? Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wie gesagt, auf dieses Ereignis, ne, mit den ganzen anderen Leuten, beziehungsweise auch gerade mit dir. Und ja, ne, also dieses Video werde ich auf jeden Fall in zwei Teile aufsplitten. Ja, also ich werde auf jeden Fall mal ein Video machen, separat zu diesem Weekend, wo ich halt eben dann so mit ein paar Kollegen ja so ein Video machen werde, wo ihr halt eben das mal ansehen könnt, wie halt eben so mein Tag dort oben war. Und wem ich halt eben dann so alles so angetroffen habe, das werde ich halt eben machen. Und dann werde ich mir natürlich noch was kaufen, allerdings werde ich dazu ein separates Video machen und das halt eben dann in zwei Parts aufteilen. Das wollte ich halt eben nur vorher angekündigt haben, ne? Also Part 1 und Part 2 zu Halloween, Halloween of Hell. Nein, Quatsch, zu dem Weekend of Hell, so ist richtig. Und auf jeden Fall, ich habe heute noch Post erhalten, das wollte ich mal kurz hier in diesem Video mal präsentieren. Und zwar ein Paket vom lieben Alex, dazu werde ich auf jeden Fall auch noch eine Art Mystery-Unboxing machen. Ich weiß zwar schon, was hier drin ist, das weißt du allerdings noch nicht. Und vielleicht interessiert es dich ja, ich gehe mal davon aus, dass hier auch mehr drin ist, wie eigentlich nur gewollt vom lieben Alex. Zumal er ein herzensguter Mensch ist und ich denke mal, der wird mir noch die ein oder andere Kleinigkeit hier reingetan haben, wo ich halt eben allerdings noch nicht weiß, was es ist. Auf jeden Fall habe ich dann hier noch was gekriegt die Tage, und zwar dieses gute Paket hier. Und zwar hier drinnen befindet sich, ich hatte mal letztens bei meinem Flohmarkt-Update angekündigt, dass in Zukunft halt eben die ein oder andere Maske vom Peaceport FX Studios in meine Sammlung kommt, wandert, wie auch immer. Und hier drinnen ist die erste Maske, die macht den Anfang, das ist die Flawless Mask von Rob Zombie's Halloween 1. Die befindet sich hier drinnen. Da bin ich am Wochenende, ich denke mal am Sonntag, bei schönem Wetter draußen ein Outdoor-Unboxing machen. Ich hoffe, du guckst dir das an, ich hoffe, dich interessiert das. Mich würde es echt freuen, wenn du dir halt eben dann dieses Video ansiehst, ne? Und allerdings befindet sich hier noch was drin, und zwar ein Replika-Messer zum Original Halloween 78, also Halloween 1 von John Carpenter, ein Lanzenmesser. Das befindet sich halt eben auch hier drin vom Peaceport FX Studios. Allerdings ist das nicht für mich das Messer, sondern für eine Abonnentin meines Kanals. Und wenn du wissen möchtest, wer das Messer kriegt, dann schalt auf jeden Fall beim nächsten Video ein, wenn es wieder heißt, hi Leute, sei gegrüßt, blablabla, blablabla, hast nicht gesehen und so, zu diesem Video, okay? Also auf jeden Fall, das ist auch demnächst ein Highlight meiner neuen Videos, beziehungsweise ein Highlight meiner Halloween-Sammlung. Apropos Grüßen, ich grüße an dieser Stelle noch jemanden, also bevor ich mich jetzt hier bei dir verabschieden werde, und zwar ist es halt eben so, ich habe momentan Urlaub und ich hatte heute Mittag mir einen Mittagsschlaf gegönnt, also mache ich schon mal gerne, wenn ich halt eben die Zeit habe, beziehungsweise frei habe. Und anschließend war ich ein bisschen Boxen gewesen, oben am Speicher. Und als ich dann wach geworden bin, ne, gucke ich so mein Smartphone durch und hatte halt eben eine Nachricht gekriegt bei meinem letzten Video zu Leatherface, zu den Mediabooks. Und ja, du wirst jetzt bestimmt ein bisschen verstutzt gucken, so nach dem Motto, das kann doch nicht wahr sein. Auf jeden Fall, an dieser Stelle grüße ich jetzt ganz lieb die Sandra. Genauer gesagt, Sandra86, ja. Fühl dich mal ganz lieb von mir, von deinem Didi gedrückt und gegrüßt natürlich, ja. Du hattest mein Video kommentiert und hattest halt eben gefragt, wann kommt denn nochmal ein neues Video von mir raus? Ja. Und dieses Video, was ich jetzt mache, habe ich halt eben anschließend gemacht und habe mir halt eben gedacht, ich mache dir mal eine kleine Freude. Also ich hoffe, du hast dich gefreut, dass ich dich mal ganz lieb hier in diesem Video, ja, gegrüßt habe. Ne? Denn du freust dich, wenn heute Abend ein Video erscheint. Und das ist halt eben dieses Video hier. Ja? So, ihr Lieben, das war's gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Zuschauen, wie auch immer. Und ja, ich verabschiede mich und ja, bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns auf dem Weekend. Wenn nicht, sehen wir uns halt eben in einem meiner nächsten Videos. Ihr wisst ja, was ungefähr die Tage halt eben dann so auf meinem Kanal hochgeladen wird. Ja, also ich bin raus. Ich bedanke mich. Ich wünsche gerade dir alles erdenklich Gute. Tu mir bitte einen Gefallen und pass auf dich auf. Und ja, für alle anderen, wir sehen uns am Samstag. In Dortmund. Also Dortmund ist nicht weit weg. Ich fahre circa, ja, noch nicht mal eine Stunde nach Dortmund. Von Siegen aus, ja. In diesem Sinne, ich hoffe, du freust dich. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Und ja, wir machen auf jeden Fall uns einen schönen Tag. Ja, in diesem Sinne, ich bin raus. Ich verabschiede mich. Und bye. Tschüss. Dein D. Yeah. Bye. Tschüss. Yeah. Boop.